Hey, ich bin's, Marco von reisenachatlantis.de und da es gerade um mich herum alles so friedlich ist, dachte ich mir, wir reden mal über etwas, was nicht so friedlich ist, über die Gewalt. Ja, Gewalt ist wirklich eine dieser Dinge sozusagen, wenn sie nicht existieren würden, oder wir brauchen nicht, dass die Gewalt nicht existiert, sondern wir bräuchten eigentlich nur, dass die Leute aufhören, Gewalt zu rechtfertigen. Und dann hätten wir eine viel friedliche Gesellschaft im Handumdrehen. Und die Leute einfach nur sagen würden, nein, Gewalt ist nicht in Ordnung. Gewalt führt immer zu negativen Konsequenzen. Wenn wir das hätten, wären so viele Probleme gelöst. Es würde es einfach so viel besser gehen in der Gesellschaft. Und ich will euch ein Beispiel geben. Also wenn ihr jetzt, vielleicht bist in einer Beziehung, ich rede mal so als, ich meine auch die Frauen, aber ich rede mal so, als würde ich jetzt mit einem verheirateten Mann reden. Also du hast eine Frau und ihr seid freiwillig zusammen und so weiter und es funktioniert eigentlich alles ganz gut, weil ihr seid freiwillig zusammen und ihr könnt jederzeit gehen, insofern seid ihr daran interessiert, den anderen da zu behalten, ihr seid interessiert daran, dass es dem anderen gut geht und dadurch will man auch dem anderen auch Gutes tun, also man bekommt Gutes und will dem anderen auch Gutes tun. Und jetzt stell dir vor, wir würden Gewalt in diese Beziehung bringen. Ja? Wir würden, keine Ahnung, so, du willst, vielleicht bist du gerade dran mit dem Abwasch oder mit dem Kochen oder was auch immer, oder du willst es nicht machen oder du willst unbedingt, dass deine Frau das macht, und stell dir mal vor, du würdest jetzt Gewalt ins Spiel bringen. Du würdest jetzt sagen, ja, sie packen und sagen, ja, das machst du jetzt, sonst schlage ich dich, oder irgendwie sowas in der Art. Sie verstehen zu geben, also entweder mit Gewalt drohen oder auch wirklich Gewalt gegen sie ausüben und sagen, na, das machst du jetzt. Und dann würde das funktionieren für ein paar Minuten. Ja? Also kurzfristig würde es funktionieren. Ja? Also du hättest erstmal dein Ziel erreicht. Okay, sie würde jetzt das machen, was du für sie sagst. Ja? Sie beugt sich der Gewalt und sie macht jetzt den Abwasch für dich. Ja? Oder kocht für dich oder was auch immer. Ja, aber wie sieht es denn am nächsten Tag aus? Ja? Oder wie sieht es dann mit all den anderen Aspekten aus? Langfristig funktioniert das natürlich überhaupt nicht, weil sie jetzt gar nichts mehr machen will für dich. Okay, all die Dinge, die vorher selbstverständlich waren, die möchte sie überhaupt nicht mehr machen, weil du Gewalt ins Spiel gebracht hast. Okay? Und jetzt sozusagen, das ist sozusagen auch dieser Knackpunkt, der auch in der Gesellschaft entsteht. Jetzt ist es so, dass du Gewalt für alle möglichen Dinge brauchst. Du brauchst jetzt, wenn du jetzt willst, dass sie die Wäsche macht, brauchst du auch noch den Gewalt dazu, dass sie die Wäsche macht. Alle möglichen andere Dinge, was so eine Beziehung anfällt, brauchst du Gewalt. Und das ist dann wirklich, dann ist es, bist du in so einer Spirale, dass du wirklich für alles Gewalt benutzen musst. Und natürlich will sie dann weg. Ja, sie will weg, du brauchst dann Gewalt, damit sie nicht abhaut und all sowas. Ja? Das ist wirklich diese endlose Spirale. Und so sehen wir es auch im etatistischen System. Ja? Der Staat benutzt Gewalt, um ein Gesetz durchzusetzen. Ja, der Staat legt ein Gesetz fest, also Leute in dem Staat, Politiker, die schreiben praktisch ein Buch, ja, hier gibt es eine neue Regel, so und so, aber das ist eigentlich nur deren Meinung. Ich meine, das ist nur eine kleine Gruppe von Menschen, also im Vergleich zu so in Deutschland 82 Millionen, es ist eine kleine Gruppe von Menschen, die da die Entscheidung trifft, und die schreiben so einfach ihre Meinung irgendwo nieder und dann haben sie die Polizisten, die das dann mit Gewalt durchsetzen, ihre Meinung.
Also hinter jedem Gesetz praktisch steht eine Waffe, die also beziehungsweise Polizisten, die sie mit Waffengewalt durchsetzen, dieses Gesetz. Und was dann oft passiert ist, dass es alles eskaliert. Also du hast zum Beispiel, als Beispiel nehmen, man legt Preise fest. Man sagt, wir haben irgendeine Krise mit dem Getreide oder was auch immer, und dann legen wir fest, das Brot darf nicht über 2 Euro kosten. Oder sagen wir über 1 Euro. Kilo Brot darf nicht mehr als 1 Euro kosten. Weil das Brot wird einfach immer teurer und teurer, und dann machen wir jetzt einfach ein Gesetz: Das Brot darf nicht mehr als 1 Euro kosten. Ja, das Brot, man braucht aber mehr als 1 Euro, um dieses Brot zu produzieren. Was passiert dann? Wir haben Knappheit. Ja? Also ist auch passiert in der Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann diese, aber nicht nur da, aber in vielen, vielen Punkten der Geschichte gab es dann solche Preisfestlegungen, und dann gab es natürlich weniger von der Ware. Ist ja klar. Weil die Ware mehr gekostet, also es hat sich einfach nicht mehr gelohnt, diese Ware herzustellen. Weil man nur einen bestimmten Preis dafür verlangen konnte, und wenn man mehr verlangt hat, dann ist man ins Gefängnis gekommen. Und dann hast du eine Knappheit an der Ware. Und dann braucht man vielleicht noch ein Gesetz, um dann die Leute dazu zu zwingen, die Ware dann trotzdem herzustellen, obwohl sie nicht viel verkaufen können und all sowas. Und dann gerät man in so eine Spirale rein, und das ist wirklich so eine Sucht. Und man merkt es auch, also all den Scheiß, ich will mich da auch gar nicht mehr beschäftigen mit der ganzen Politik. All den Scheiß, den man hört von der Politik, ist wirklich nur, wir haben irgendein Problem, und die Leute wollen halt immer, dass der Staat irgendwie dieses Problem löst. So egal wie, Hauptsache der Staat erlässt ein Gesetz und behebt dieses Problem. Und dann kommen aber neue Probleme, und die soll dann der Staat auch wieder lösen. Und das ist wirklich so eine Spirale, so eine Sucht. Wirklich wie eine Sucht, so wie jemand, der Heroin nimmt, und dann braucht man noch mehr Heroin, um glücklich zu sein, und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Es ist wirklich diese Sucht nach Gewalt in unserer Gesellschaft. Die Sucht danach, dass jedes gesellschaftliche Problem muss irgendwie durch den Staat gelöst werden. Und es wird gar nicht mehr überlegt, wie wir ohne den Staat Lösungen finden können für gesellschaftliche Probleme. Und dann wird auch ganz viel vergessen, so von der Geschichte und wie es früher war, und auch gar nicht mal für so vielen Jahren, und dann wird einfach vergessen, dass ja eigentlich die Maßnahme, eine Maßnahme des Staates, schuld ist an dem Problem. Ja, also heute zum Beispiel heutzutage eines der großen Probleme ist auch, dass es immer mehr Armut gibt, immer mehr Leute in Abhängigkeit vom Staat, und Leute wollen, dass der Staat etwas tun, um Armutsbekämpfung zu machen, aber dabei ist es ja verdammt nochmal der Staat, der sie überhaupt in diese Abhängigkeit gebracht hat. Der Staat ist es, der eigentlich gar keine guten Lösungen hat, um diesen Leuten zu helfen. Also er überweist denen einfach nur Geld, aber das ist wirklich kein Verständnis, keine Empathie. Da wird nicht irgendwie nachgeforscht, wie können wir den Leuten wirklich helfen. Und bei vielen Leuten ist das auch eigentlich gar keine, die beschäftigen sich gar nicht, wie viel können die wirklich, denen wirklich helfen. Also gerade die ganzen Sozialisten und so, die sagen dann einfach nur so, wir müssen ja denen helfen, wir müssen ja denen irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen geben und dies und jenes und Beiträge, die Hilfeleistungen erhöhen und so weiter. Und wenn man irgendwie ein Gegenargument bringt oder es irgendwie anzweifelt, dann ist man irgendwie ein schlechter Mensch. Ja, weil es für die einfach so ist, ich bin jetzt moralisch gut, wenn ich jetzt für diese ganzen Unterstützungen bin, für die Armen und so, und wer dagegen ist, der ist automatisch böse. Und das ist eigentlich, also die haben eigentlich komplette, also dann denken sie gar nicht mehr drüber nach, wie kann man den Armen wirklich helfen, sondern das ist dann einfach die Prämisse, Armen Geld schicken ist gut. Und damit überlegen sie gar nicht mehr, ob das denen hilft, ob das denen nicht hilft und so weiter, und was die ganzen Komponenten noch da ist.
Genau, also dass so Gewalt und wirklich, dass es wirklich so eine Sucht ist in unserer Gesellschaft, ja. So Sucht nach Gewalt. Und ja, also vielen Leuten ist es auch gar nicht klar, dass da überhaupt Gewalt dahinter steht. Also ich erinnere mich an eine Debatte, wo es darum geht, ob am Sonntag die Geschäfte offen haben sollen oder nicht. Ja, und die Argumente dafür waren dann so, naja, die sollten geöffnet haben, weil es ist doch praktisch, dann kann man auch mal sonntags einkaufen, insofern sollte man es erlauben. Und ein Gegenargument war dann, ja, nee, die sollten sonntags geschlossen werden, weil, naja, einmal, weil der Sonntag heilig ist, oder Nichtchristen meinten, haben dann auch dafür argumentiert und meinten dann so, naja, aber es ist doch schön, wenn man so eine Einkaufsstraße am Sonntag lang geht und die ganzen Geschäfte haben geschlossen und dann ist es viel ruhiger und so. Und das waren die Argumente. Das waren die Argumente, so ob es praktisch ist oder wie es sich anfühlt, wenn man da vorbeigeht. So. Und keiner hat wirklich das Argument bedacht oder gar nicht daran gedacht, dass hier Leute gezwungen werden, mit Waffengewalt bestimmte Dinge zu tun bzw. nicht zu tun. Also die ganzen Ladenbesitzer, an die wurde gar nicht gedacht. Es wurde gar nicht gedacht, dass wirklich Bedrohung, dass sie unter Bedrohung von Waffengewalt sind, wenn die jetzt ihren, na nu, wer schreit hier denn, dass wirklich Bedrohung von Waffengewalt sind, die Ladenbesitzer, wenn die nun die ihren Laden aufmachen am Sonntag und das verboten ist. Also, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, was ich sagen wollte und ja, wir sehen uns demnächst. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet und ich bin auch gespannt, was vielleicht so eure Argumente noch dazu sind oder Gegenargumente. Und ja, wir sehen uns demnächst. Tschüss!